Hi Faith, schön, dass Sie da sind. Guten Abend. Hallo, guten Abend. Ihre Frau, Schauspielerin, auch oft bei Ihnen auf der Bühne. Wie geht das? Kennen Sie Plato? Plato spricht von Zwillingsseelen, zwei Seelen. Jede auf ihrer Laufbahn, die einander treffen und wieder auseinander spreizen. Und wenn eine Seele ihre Umlaufbahn verlässt, dann trifft sie direkt in das Herz eines anderen Menschen. Ja. Das ist nichts Esoterisches oder so. Das ist Metaphysik. Also Sie meinen, dass metaphysisch gesehen Sie als Schauspielerin, als Partnerin, Ihr Zwilling ist, den Sie gespiegelt sehen. Also praktisch, Sie sehen sich selbst auf der Bühne. Ich verstehe Ihre Frage nicht. Ich dachte, wir wollen über Theater reden. Was sind das für Fragen? Bitte stellen Sie Ihre Fragen. Ich werde versuchen, die Fragen zu beantworten. Geht es Ihnen nicht gut? Mir geht es sehr gut, bitte. Möchten Sie noch Wein? Die nächste Frage, Entschuldigung, ich bin etwas nervös. Sie brauchen nicht nervös sein, Kindchen. Eine mittelmäßige Schauspielerin ist angehalten, eine Verabredung einzuhalten. Diese Verabredung heißt, so in den speziellen Fall von Bertolt Brecht, Wahl. Das wird jetzt in der Tat, was ich jetzt sehe, zum dritten Mal. Zum dritten Mal Wahl. Diese Schauspielerin schafft es nicht. Laut der Verabredung einmal Wahl zu sein, das ist ein Zeichen für das Licht, das ist ein Zeichen für alle Abteilungen. Da hängt ein ganzer Theaterstrang dran. Die Schauspielerin schafft es nicht, Wahl zu sein. Sie sagt siebenmal Wahl. Wahl, Wahl, Wahl. Und was passiert? Ein Theaterbetrieb bricht zusammen. Und das ist, da hört mein Verständnis für Kunst auf, das ist keine Kunst mehr. Wenn man sich nicht an Verabredungen hält, dann bricht man einen Kontrakt. Man ist vertragsbrüchig und gehört gesteinigt. Wissen Sie, in einem gewissen Alter, da fängt man an zurückzublicken. Und wenn man die Wege sieht, die man gegangen ist, dann darf man nicht vergessen, wo man hinsteuert. Am Ende steht immer der Tod. Das muss man sich immer bewusst halten. Denken Sie an den Tod? Natürlich. Der Tod ist ein Teil von mir. Der Tod ist ein Teil von uns allen. Der Tod ist nicht aufzuhalten. Und wenn ich Goethe zitieren darf, Tod ist, wenn